Hi ho, meine Freunde, willkommen hier bei Part 19. Wow, schau dir das an. Das war so alles wahr. Unfassbar. Okay, alles klar. Oh hey, ich konnte deine Notizbuch von Marlow klauen. Dachte, es wäre hilfreich. Nicht schlecht. Sully, hier oben. Hier ist was. Und jetzt? Halt! Da drüben ist noch einer. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Hab schon kapiert. Nee, hä? Vielleicht funktioniert der da drüben. Aber wie soll ich darüber? Ah. Da tut er sich nichts, weil wisst ihr, aber wenn es dann ein bisschen. Wenn man da hinspringt, wo man nicht hinspringen soll, dann tun 2 Meter schon weh und er stirbt. Einfach richtig dumm. Hey, geh du an den anderen Schalter. Fast geschafft. Bin dabei. Und jetzt Sesam, öffne dich. In den Worten von Victor Sullivan, da hol mich doch der sonst wer. Ja, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Ja, toll. Ah, okay, ich weiß wie. Okay, hab's verstanden. Hab das Prinzip kapiert. Heilige Scheiße. Kapitel 21. Das Atlantis der Wüste. Victor Sullivan. Willkommen in Uba. Ne, da geht's nicht weiter. Oh, unglaublich. Deshalb konnte die Stadt hier so aufblühen. Unterirdische Quelle speist das alles. Sauber. Verrückt, dass die immer noch sprudelt. Das ist ja der Wahnsinn. Was? Nein.
Nein. Ernsthaft? Bitte. Sally. Och Mann, ihr Schweine. Oh fuck. Hä? Ich sterb gleich. Oh mein Gott, irgendwas stimmt hier doch schon wieder nicht. Was ist mit dir los? Was ist das? Was ist hier los? Was? Oh Mann! Alter, das ist das, was sind das für Viecher? Ohne Scheiß. Okay. Oh. Was für ein dummer Scheiß. Dammit, komm sofort zurück, du Mistkerl! Nicht schon wieder dieses Spiel. Du bist tot! Hörst du, du bist tot! Komm sofort zurück! Ja, ja. Was? Wo ist der hin? Hä? Hä? Das ist unmöglich. Wo bin ich? Das ist Katharina. Ich war seit 20 Jahren nicht mehr hier. Was ist los mit dir? Oh nein! Ich hasse sie, die Viecher. Das ist nicht echt! Jetzt kommt gerade alles aus den vergangenen 18 Folgen zusammen und will uns an den Kragen. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Ach nö. Diese Szene, wir erinnern uns. Unser erster Mord. Was? Nein. Nein, nein, nein.
Nein! Geh weg, bitte. Oh Mann. Oh nein, was ist das? Ach nö, nicht schon wieder. Alles bewegt sich. Ich muss raus. Ich muss hier weg. Ja, hüpf, hüpf und hüpf. Nein, und hüpf. Kann nicht. Was geht hier vor? Da ist zu. Gut. Kein Ausweg. Kein Ausweg. Juhu, noch ein paar Ghost Rider-Typen. Mal los. Wohin auch immer. Wohin auch immer. Vielleicht kommen wir ja jetzt durch die Türe. Ah. Zerstör euch, ist mir egal. Oh mein Gott, oh mein Gott, nein, bitte nicht. Was? Zusammenreißen. Reiß dich zusammen, ey. Komm schon. Okay. Weiter geht's. Sully? Sully? Was zur Hölle ist hier los? Hey, Sully! Nein, nein, yes. Sully! Ich... Nein, nein, nein. So, und jetzt? Ah, wer läuft denn da? Okay. Höchstwahrscheinlich kommt jetzt die andere Seite dran. Okay, wir können das nur mit unserem Spiegelbild machen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was zum? Oh mein Gott.
Oh, Scheiße. Was sind das für Leichen? Alter Schwede. Überall Leichen. Aber die Welt sieht schon ein bisschen realistischer aus als da, wo wir uns die letzten 10 Minuten befunden haben. Da sind sie. Zeit zum Spielen, Drecksäcke. Kapitel 22: Die Tagträumer. Das war's, Drake. Okay, wir sind also wieder in der normalen Welt. Tschüss. Ernsthaft? Und tschüss. Kommt. Put, 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 put. Oh. Angetroffen. Verliert. Komm. Dankeschön. Hier geht's nicht weiter. Bist du das? Ach, Gott sei Dank. Alles klar? Ja, Mann, bei mir war... Was hast du? Wer sagt mir, dass du echt bist? Ist dir das nicht genug? Richt niemals eine Knarre auf mich. Sie haben dich erschossen. Nach der Finsternis. Was? Welche Finsternis? Hör mal, du bist durchgedreht, als du das Zeug getrunken hast. Dieses Wasser, das hat die Stadt zerstört. Nicht der Zorn Gottes. Die Wasserversorgung ist verseucht mit einer Art halluzinogenem Erreger. Sie wurden alle verrückt. Das also wollen Marlow und Herbert. Oh Mann, ja. Cutter sagte doch, sie besiegen ihre Feinde mit Furcht. Oh Mann, das dürfte reichen. Verdammt lange. Aber Moment, das ergibt keinen Sinn. Wie wollen Sie das Wasser hier rausbekommen? Nein, nein, nicht das Wasser. Das, was in dem Wasser ist. Wie bitte? Okay, hör zu, lass mich mal überlegen. Salim sagte mir, dass Iram verflucht wurde, als Salomo die bösen Geister des Djinn in einem Messinggefäß einfing und in die Tiefen der Stadt goss. Nur ein Flaschengeist. Ich weiß, das klingt ziemlich verrückt. Und du glaubst, deshalb haben Elizabeth und die Francis Drake überhaupt erst hierher geschickt? Ja. Es gab keinen Schatz. Sie wollten Macht. Aber als Drake verstand, warum er hergeschickt wurde, brach er die Mission ab. Er log die Königin an, sagte, er hätte nichts gefunden und verwischte dann die Spuren seiner Reise. Schrieb die Geschichte neu. Wer widerspricht schon Sir Francis? Was sagst du? Wir gehen runter und beenden die Sache. Ein für alle Mal. Ein für alle Mal. Beenden wir die Sache, aber nicht in diesem Part, sondern im nächsten. Bis dann und tschüss.